Moin, moin Leute, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein mega geiles Tag draußen, Samstag. Wir fahren gleich nach Bikepark Willingen. Heute ist Bike Festival. Und jetzt hole ich Christian ab, erstmal einen Kaffee trinken und dann fahren wir weiter. Bis gleich. Moin, hallo Chris. Moin. Wie fühlst du dich? Boah, ein bisschen müde, aber... Ja, sag mal etwas Positives jetzt. Ja. Sehr schön, ne? Sehr schön, also ich freue mich jetzt schon auf Willing. Wetter ist ja auch mega und ja, ich freue mich schon auf, was gibt's Neues. Haha, ich auch. Und wenn er wohl schön... Ich auch. Ja, wenn er wohl eine spaßige Zeit jetzt haben. Genau. So, jetzt schon ohne Dach jetzt, ne? Ja. Das ist jetzt richtig geil. Wir haben wie viel? 18 Kilometer. Ja. Bis zum Willingen Bike Park. Hier finde ich auch so schön, ne? Ah, schönes Dorf hier. Schönes Dorf, ja. Aber bin ich nicht sicher, wenn ich hier wohne. Wie werde ich mich hier fühlen? Erstmal, erste paar Jahre muss ich dran gewöhnen. Fragst du, welchen Job willst du machen? Ja, ja, genau. Hotel. So Leute, ich bin gerade beim Flyer. Chris war beim La Pierre und gleich nehmen wir ein Fahrrad große M und die schöne E-Bike. Vorbereitung, Chris. Oh, ich kann das nicht abziehen. Meine ist aktuell, warte mal ganz kurz, ein Flyer, 150 vorne und hinten mit, was hat er gesagt, Panasonic? Panasonic. Panasonic Moto. Jetzt machen wir einen Test. Ist eine große M, aber von meinem Gefühl ist ein bisschen mehr. Der Chris. Der hat auch. Ja. 85 Newtonmeter, der hat richtig Power. Ja, aber du sagst, ist Radstand ein bisschen größer, das merke ich vielleicht ein bisschen. Ne? Dann später machen wir einen Vergleich. Das ist E-Bike Power, ey. Junge! Ja, dann nehmen wir den Freeride. Ja. Fährst du vor? Ja. Boah. Ich kann mir ein bisschen andere Gefühl von abziehen, ne? Junge! Aber Chris, zu viel Bremse, du weißt schon. Ja, der Flyer fliegt gut. Fliegt gut. Oh, hier ist etwas, Chris. Hier ist etwas gemacht. Für nächstes Mal. Ein Job.
ist auch Step-Ups. Danke. Ist das Sprung hier oder was? Oh, hier richtig Power. Aber manche Gänge sind nicht so stark, ey, am Ende. Die kleinste Ritzel, ne? So, Freeride ist hier. Sieht geil aus hier. Oi, oi, oi. Neu gemacht. Welchen sollen wir, den großen? Komm, wir fahren von der Seite, Chris. Mal schauen hier. Ach, die sind allgemein kleine, ne? Yeah! Send! Yes! Aber wie steil ist hier der Landung gemacht, ne? Ne, auf dem Green Hill sind größere. Ne. Ist cool, ne? Hat sich was getan. Cool, ja. Und da ist weit noch eine da, ne? Oh. Guck mal, die uns ballen mit dem Downhill, Brut. Junge. Voll am Sattel. Und die bauen noch weiter da unten, siehst du? Ja. Komm, fahren wir nach dir. Komm. Oh, hier einmal Check. Klein. So. Hier ist so. So ein Schiff. Wuhu! Nice, nice geschippt. Kannst mal gucken, ob es... Ja, passt auf jeden Fall. Nur jetzt ist gerade ein bisschen nach vorne wegen Hinterteil, ne? Ja. Aber ich merke schon, beim Meister sind die Bremse noch so nach unten. Können wir gerne, ne, machen. Ja, du bist ja Mountainbike-Fahrer, ich fahre auch viel höher, da kannst du schneller fahren. Weißt du, was ich meine, ja? Ja, ich weiß, was du meinst. So, warte Chris, ich erzähle ganz kurz etwas. Jetzt gerade teste ich ein neues Brand, habe ich gesagt. BSV mit Shimano Motor. Gerade ist das ein S-Rahmen, ein bisschen klein für meine Körpergröße, 170 cm. Bei den 29 Zoll. Ja, die Bremsen sind gut. Fühlt sich gut an. Ja, der kannst du ein bisschen einfacher so Wheelie machen. Junge, Junge! Chris ist mit einem Nikolai. Was für groß ist das? XL. XL, Junge, was für Torpedo, ey. So, das Bike mit meinem Gewicht kommt easy hoch. Auf Boost Mod. Kann man Wheelies Spaß machen. Aber Chris hat aufgehört mit da unten. Ja, aber was habe ich gemerkt hinten? Kannst du nicht so viel spielen mit dem großen Fahrrad.
Oh, Junge, Junge, der war sehr motiviert. Ne? Was ist jetzt? Was ist das? Fährst du vor, oder? Ne, ja, fahr ruhig vor. Okay. Cooles Bike auch. Was? Das Bike fährt geil, aber ja. Der Sattel, ich denke mir so, der Sattel, der muss weiter runter. Das ist so, als ob ich im Sitzen runterfahre. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ja, bei mir ist auch so. Mir stört der Sattel. Scheiße, das ist ganz schnell verschlüsselt. Ich guck mal zu nach vorne und konnte man auch ein bisschen ein Stück runter machen. Weißt du was? Reifendruck, ja. Fahrwerk, das ist geil, ne? Aber der Sattel, ich sitze die ganze Zeit. Kannst vergessen, ne? Nee. Ja, okay, fahr weiter vor mir. Aber mit dem mache ich keine Sprünge, ne? Ist nicht bequem. Der Flyer war geiler. Aber dafür probieren wir, ne? Mit dem Nikolai, Junge! Yes! Yes, man! Richtige Sender, ey! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh, ja! Ich bin vorsichtig, ne? Ist nicht mein Bike. Obwohl das Testbike ist. Nice, Mann, nice! Ja? Ich bin stolz mit dir, ey. Einfach durch die Drops ballern. Anstrengend. Fühlst du dich sicher mit dem? Ja? Ja, aber der Sattel, der muss runter. Ich kann mich nicht bewegen. Du hast keine Bewegung auf dem Arsch, weil du fast sitzt. Ja, bei mir hängt auch hier, ist zu nach vorne. Aber ja,
Aber wo machen wir da weiter, ne? Erst einmal Stahlfeder gefahren. Fühlt sich gut an. Ja, klar. Hey, ich muss auch noch Pause. Moment. Pause. Ja. Willst du Pause? Halt mal kurz Pause. Okay. Ach so. Aber das Bike passt zu dir. Ja. Ja. So, jetzt testen wir hoch, ne? Das dritte Bike. Nox. Was ist das hier? Das ist eine Anfahrtnummer von dir, oder? Fahrradnummer, ja. Aber nach meinem Gefühl, das ist schon von alle drei bis jetzt beste. Das ist hat, cool. Hat auch viel Power, ne? Wie ist deine? So, dieser Größe L, das ist an sich meine Größe. Aber L? Der Sattel ist. Ich kann es ja nicht höher machen, ne? Hä? Meine ist M. Meine ist M, aber sieht wie. Ja, der Zug ist zu kurz. Wenn ich höher mache, dann geht er auf den Platz. Ach so, okay. Jetzt machen wir hier gerade einen Test gleich. Aber das fühlt sich gut an, stabil, handlich. Was für ein Motor hat er denn hier bei mir? Ja, Sack. Sack? Ja, Sack RF. Und deine ist? Rose. Ja, geht aber auch nicht schlechter. Ja, jetzt merken wir hier. Auf dieses steile Stück hier mit dem Steine. Aber hat Power, ey. Bisschen hochschalten. Junge, Junge. Vorne zieht richtig. Ja, theoretisch geht auf Wheelie von alleine. Hier bei, gerade wo steil ist. Ja. Funktioniert hier? Ja. Ja, Mann, genau. Ich höre Knacken hier ein bisschen laut, aber... Gut. Das habe ich nie gesehen. Genau. Richtig geil, Junge! Wow, was war das hier? Und? Bitte? Super, ne? Aber kannst du mit dem Hartballen hier hin?
Junge, Junge, das ist ein bisschen anstrengend. Was für ein Loch hier, ey. Komm jetzt weiter. Enduro Trail weiter. Fährst du vor? Pause ist schon. Genau da. Perfekt. Ja, das macht so viel Spaß, wenn ich dir gucke. Wurzeln ohne Ende hier. Ey, aber gute Bikes, ne? Was mir gefällt, guck mal, wie viel Boden freiert. Nirgendwo aufgesetzt. Ja. Oh. Schon. Geil, Junge, geil. Zu frontlastig. Oh, yeah, yeah. Out of the truck. Das war. Bisschen höher springen.
macht die Rennen nicht so schnell. Der war nicht so unsere. Ah, warum nicht da, Chris? Könnten wir von hier, aber... Magst du denn diese mittlere Drop, oder? Okay. Brille anziehen, oder nein? Jo, komm. Ja, Radfahrer. So, jetzt ist hier Dropstau wahrscheinlich, oder? Immer diese mittlere für Training. Richtig Winde, hey Chris! Was für Kurve war das, ey! Ziemlich windig. Aber Chris, du gefällst mir heute, fährst du so locker, weißt du? Obwohl schon richtig Wind hier ist. Einfach ballern. Bravissimo! Bravissimo! So, Leute, das ist Ende von heutigen Test-E-Bikes, Test-Ride. Ich bin einfach mega, mega zufrieden von der letzten Bike. Der Nox. Du auch, Chris, ne? Ja. Also erste war auch gut von Flyer. Fehlt mir aber etwas. Trotzdem war geil. Zweite, was für Marke war zweite? Hast du im Kopf gespeichert? BESV oder so. BESV ist eine neue Marke, ne? Das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Ja, kommt genau. Im Herbst, Winter. Genau, neue Marke, aber da ist auch alles, haben wir schon gesagt am Anfang dieses Video. Und am Ende mit dem Nox, der war richtig geil, ne? Also vorne mit dem Lyric fühlt sich mega leicht, vergleichen mit einem Zip wahrscheinlich oder diese RockShox Domain. Also auf dem Enduro-Strecke auch, wo die richtige Wurzeln sind und Steine. War auch mega stabil mit dem 29er Räder. Vorne auch, wie gesagt, wiegt die Gabel auch, ist leicht, wiegt nicht so viel. Kannst du
schon heftig abziehen und Sprünge machen. Und der Motor war richtig geil, richtig, richtig Power. Einfach. Ja, und wir haben so geschafft. 3 Bikes, 4 Abfahrten nach oben, ne? Ja. Dreimal die Freeride da mit Flow-Strecke und einmal die Durchstrecke. Und ja, jetzt haben wir schon 18 Uhr, fahren wir zurück nach Dortmund. Und einfach zufrieden von heutigen Bike-Test. Ich hoffe, hat euch das Video und das Bike-Test auch gefallen. Ja, falls ja, Daumen hoch, mein Kanal, unsere Kanal unterstützen auch, der Rockrider 666 neben mir. Und wir sehen uns weiter auf nächste Spot. Habe ich noch keinen Plan, wo wird. Was denkst du? Also etwas Plan oder wo wird nächste Spot? Vielleicht Green Hill. Habe ich Bock auf Green Hill nächstes Mal wieder zu fahren. Oder Harde Haniel. Oder Harde Haniel. Oder Harde Norddeutschland. Wir sehen erstmal, wie wird mit den Bikes jetzt. Was für Bike bekommen wir für Testen, ne? So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.